Vergeben, von der Strafe befreien und zornig Gnade ersetzen. Aber wie kann man Vergebung von ganzem Herzen erfahren, sodass das Herz weich wird und alles von Tränen weggespült wird, damit ein Jude einen Deutschen umarmt und sie einander in den Armen haltend weinen? Horst und seine Gruppe sind in die Ukraine gekommen, um einen weiteren Schritt zur Versöhnung zwischen Deutschen und Ukrainern zu machen, um Vergebung zu bitten für die Sünden ihrer Väter. Der eigentliche Auftrag, hierher zu kommen, kommt nicht von der Gemeinde, sondern kommt aus meinem Herzen, welches Jesus verändert hat. Er ist eigentlich der Auftraggeber. Als ich in die Ukraine fuhr, dachte ich, wenn ich jetzt Menschen begegne, Juden oder Ukrainer, und jemand spuckt mich an oder sagt, du Hitlerschwein, da habe ich verstanden, dass ich das hinnehmen muss. Ich war innerlich bereit in meinem Herzen. Ich war bereit, mich anspucken zu lassen. Ich war bereit, so eine Behandlung anzunehmen. Und es hätte mich auch nicht verwundert. Aber alles kam anders. Ich habe viel mehr Liebe und Vergebung erfahren, als ich dachte. Horst erzählt, dass die Ausgaben für Verpflegung und Aufenthalt von ihren privaten Ersparnissen gedeckt werden. In der Kirche werden Spendensammlungen durchgeführt, um Medikamente und Produkte für Bedürftige zu kaufen. Die Mittel werden von einfachen Menschen gesammelt. Deshalb reichen die Finanzen oft nicht aus, um alle aufkommenden Kosten zu decken. Es ist erfreulich, dass die deutsche Regierung und das deutsche Volk immer noch eine Verantwortung für die Juden spüren, ihre Schuld bekennen und bereit sind zu helfen. Die Deutschen haben zu jener Zeit jüdischen Ukrainern den Wohlstand, die Freude und ihre Häuser weggenommen. Alles wurde zerstört. Das wiederherzustellen oder es zurückzuholen, ist nicht real. Aber zu sagen, wir lieben euch und wollen Gutes tun, das ist möglich. Ich weiß, ich bin Deutscher und wir tragen die Schuld. Sie sind Jüdin? Unser Auftrag ist Versöhnung. Versöhnung zwischen dem deutschen Volk und dem ukrainischen Volk. Und ganz besonders zwischen dem deutschen Volk und dem jüdischen Volk. In unserer Familie waren 14 Kinder und nicht einer davon hat überlebt. Die Deutschen waren schuld. Wir haben das getan. Herr, vergib meinem Volk. Wir danken, dass Sie das annehmen. Wir Deutschen waren die Sünder. Wir waren die Verursacher. Und deshalb können wir am effektivsten Versöhnung bringen. Es nützt nichts, wenn sich Amerikaner oder Engländer entschuldigen für das, was Deutsche getan haben. Wir müssen den ersten Schritt machen, in die ehemalige Sowjetunion fahren, um Gutes zu tun, ein Licht zu sein oder um humanitäre Hilfe zu bringen. Denn wir haben vorher auch das Schlimme hierher gebracht. Und auch wir Deutschen waren diejenigen, die die Juden in vielen KZs ermordet haben, besonders hier in der Ukraine, wo die meisten Massaker stattgefunden haben. Viele haben sich nach allem, was passiert ist, die Meinung gebildet, dass zwischen Deutschen und Ukrainern immer ein Stacheldrahtzaun sein wird, dass deutsche Juden immer nur durch ein Zielfernrohr sehen. Ganz besonders viele Juden wurden gerade hier in der Ukraine von meinem Volk ermordet. Wir schämen uns dafür, Gott. Sie war 10 Jahre alt, als der Krieg begann, und zusammen mit ihrer ganzen Familie wurde sie zum Erschießungskommando geführt. Vor ihren Augen wurde ihre ganze Familie erschossen, ihre Mutter, ihr Vater, ihre Brüder und Schwestern. Und sie hat angefangen, einen Deutschen zu bitten. Sie sagte, dass sie keine Jüdin sei. Sie sah auch nicht wie eine Jüdin aus, aber ein Polizist, der Vater ihrer Klassenkameradin war, sagte, nein, sie ist eine Jüdin und zerrte sie zurück in die Grube. Der Deutsche zog sie heraus, zog ihr seine Weste an und brachte dieses Kind weg. Die Herzen der Deutschen haben es einfach nicht ausgehalten. Und ich habe noch viele solcher Geschichten gehört, wie deutsche Soldaten Juden gerettet haben, aber die ukrainischen Polizisten dennoch versucht haben, sie zu vernichten. Die ukrainische Polizei nahm sich ein Beispiel an der Grausamkeit der Deutschen und ahmten sie nach.
Vieles kann der Teufel mit den Herzen der Menschen tun, wenn dort kein Platz für Gott ist. Ich weiß, dass durch diesen Dienst im Namen des Herrn Jesus Christus Menschen Freude und seelische Erleichterung erhalten. Denn wenn man um Vergebung bittet, verschwinden der Schmerz und die Kränkung aus dem Herzen und das Leben der Menschen verändert sich.